Warte! Jetzt müssen wir uns nicht mehr um teure Skins streiten. Wir haben doch einen Keydrop. Ja, voll! Meine Güte! Keydrop. Traumskins sind näher, als man denkt. Yo, wunderschönen guten Tag, meine Schwung Fritzer. Cronies hier am Start. Und ja, Mates, wir sind zurück auf Keydrop. Wir wollen die 30 Videos natürlich fertig kriegen und dementsprechend auch die Giveaways. Ich darf heute auch nicht vergessen, mal ein bisschen was auszuzahlen, damit man es nachher auch einfach im Inventar hat und ihr nicht so lange warten müsst und so weiter. Ne? Deswegen gucken wir heute mal, dass wir ein bisschen was auszahlen. Ne? Das heißt nicht, dass es das zu gewinnen gibt, aber was man hat, das hat man im Notfall, sage ich mal. Ich habe auch schon ein paar Skins beiseite gelegt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr an Halloween getrieben habt. Ich habe es ja gestern schon erzählt, ich war mit den Mädels auf der Straße und wir haben ein bisschen geklingelt. Ich muss leider sagen, dass ziemlich viele, knapp die Hälfte nicht aufgemacht hat. Bei einigen sogar ging das Licht aus, wenn man geklingelt hat. Also auf ganz undercover dachte ich mir, Alter, das ist ja richtig unangenehm, wenn du klingelst. Und dann geht auf einmal das Licht aus und davor war es an. Also sehr, sehr cringe. Ja, ich weiß es auch nicht. Wir haben es natürlich davor, bevor wir Kinder hatten, auch anders gesehen und haben auch weniger gemacht. Wir hatten zwar immer Süßigkeiten da. Und vor allem auch einzeln eingepackte Süßigkeiten. Wir haben gestern zum Beispiel auch bei einer Tür so eine Haribo-Packung aufgemacht und dann durfte sich jedes Kind da was rausnehmen. Haben wir natürlich direkt weggeschmissen. Ne? Also man weiß heutzutage einfach nie. Nein, es war ein Loser-Gewinn-Battle, habe ich nicht gesehen. Schade. Ich habe schon gedacht, wir hätten gewonnen. Ja, so aufgepackte Sachen, die sind es dann halt einfach nicht, muss ich ehrlich sagen. Ne? Also so eine aufgepackte Süßigkeiten-Packung, wo jeder schon reingegriffen hat. Finde ich das eklig. Weißt du heutzutage auch nicht mehr, wo der nächste Verrückte schlummert, sage ich jetzt mal. Deswegen haben wir immer nur, also auch wenn wir selber für Halloween und für die Kinder, gestern haben auch wieder ein paar geklingelt, einkaufen, dann holen wir immer solche großen Haribo-Packungen oder wie heißen denn diese Lutscher-Packung? Oder halt diese extra eingepackten Lollis und extra eingepackten kleinen Gummibärchen-Packungen, weiß jeder, was er meint, ne? Dass da einfach keiner in irgendeine offene Packung reingreifen muss, sondern jeder sein eigenes kleines Päckchen hat, die Eltern auch wissen, hey, okay, das war zu, das ist original zu und es gibt einem einfach ein besseres Gefühl und ja, so wünschen wir es uns von den Leuten auch, deswegen machen wir es natürlich auch so. Ja, aber viele haben leider wirklich nicht aufgemacht, das war sehr, sehr schade. Welche Kiste nehmen wir denn hier noch rein? Klar ist es natürlich auch so ein deutsches Ding, was so ein bisschen eingebürgert ist, aber ja, ich denke, man gönnt den Kindern doch ein bisschen den Spaß. Die 5 Euro für so eine große Packung Süßigkeiten sollte auch jeder haben. Naja, trotzdem. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Die Kleine hat sich dann gefreut, wo wir nach Hause gekommen sind. Sie hat einen Rucksack aufgepackt und hat dann die ganzen Süßigkeiten auf den Teller gemacht und ordentlich gegessen, bis sie übel war. So, wie es eigentlich sein soll. So, wir machen 3 Spieler, natürlich wieder Underdog-Modus. Keydrop Battle starten. Wir machen ein Bot mal rein, gucken, ob noch jemand reinkommt, ganz kurz. Ja, wir brauchen hier die hohe Win-Ratio vom Biber. Gucken, ob jemand reinkommt. Wenn nicht, dann holen wir gleich noch einen zweiten Bot dazu. Und ja, das war auf jeden Fall meine Halloween gestern. Schreibt gerne mal rein, was ihr so gemacht habt. So Halloween-Partys fand ich früher auch immer ganz cool. Ist halt, wie gesagt, für die Mädels auch öfters mal so der Anlass, freizügiger im Club zu gehen und zu sagen, hey, heute ist doch Halloween. War natürlich so als kleiner Stift immer ganz nice, muss man ehrlich sagen. Jetzt inzwischen juckt das eher nicht mehr, wenn man zu uns Alter gekommen ist. Oh, kommt sogar einer rein, der Lacker-Macker-Facker. Lacker-Macker-Facker. Geiler Dude, Alter. Der zieht direkt ein Messer und... Oh, Baby. Bitte. Er zieht direkt in einem Loser-Wind $350 Messer. Der Typ wird kotzen. Jetzt Biber. Biber, mach keinen Scheiß, Alter. Bitte. Biber. Das wäre der Prophet des Grauens. Biber. Hey, kann der jetzt wirklich... Hör auf, Biber. Mach keine Auge. Der macht schon wieder Auge. Das ist zum Kotzen. Das ist wirklich zum Kotzen. $15 wird er niemals mehr rausziehen, oder? Bitte. Bitte, es wäre so wichtig. Nein, Alter. Er zieht aber auch einfach $335. Battle an sich war aber ganz geil. Machen wir nochmal. Hoffe natürlich, dass wir auch gewinnen. Wir sind insgesamt hier immer noch im Plus. Aber wenn wir das verlieren, dann haben wir heute zwar 350 verloren. Sind aber mit dem Deal immer noch 150 im Plus. Und wir holen jetzt einen Bot dazu, oder? Warten wir noch kurz. Oh, der Mava, der Makalaka-Facker, der hat auf jeden Fall richtig gut gezogen. Ey, holy shit. Wir machen noch einmal mit Bot und dann ist es das auch gewesen für heute. Denkt dran, Kommentare zu schreiben unter den Keydrop-Videos. Jedes Kommentar ist ein Entry. Oh, sah richtig Factionier aus, ne? Aber bei AK Vulcan, die kannst du halt auch wirklich in Wellborn spielen. Ohne Probleme. Ganz ohne Probleme.
Ganz, ganz. Oh, lecker. Lecker, lecker, lecker. Ganz ohne Probleme kannst du den Wellborn spielen. Was ist denn aber auch mit dieser ersten Kiste los? Mit dieser Fangkiste? Die müssen wir echt aufmachen. Eine zieht dann 300-Dollar-Messer raus. Hier jetzt schon wieder eine AK Vulcan. Und wir sind vorne bis jetzt. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Ja gut, das sollte auch vorne bleiben. Ja. Okay, haben wir auf jeden Fall. Das haben wir auf jeden Fall. Jetzt sind wir auch wieder bei plus minus null. Komm, wir machen noch kurz diese Fangkiste. Wie gesagt, wir tun jetzt ein bisschen runterfahren mit dem Ganzen. Aber diese Fangkiste würde ich jetzt wirklich noch ein paar Mal aufmachen. Oh, ich bin bestimmt schon dreimal Ahne hier. Der wurde ja richtig reingelackt, Alter. Wirklich einmal AK Vulcan, einmal hier Gutknife. Ich glaube, die müssen das nächste Video mal durchnehmen. Ich glaube, da werde ich richtig reinscheppern im nächsten Video bei der Kiste. Mal gucken. Zweimal machen sie noch auf. Verlust hält sich auch in Grenzen, muss man sagen. Okay, einmal noch. Wenn da nichts rausgekommen ist, dann ist es so. Oh, schade. Aber wenigstens die AK. Kann auch gut sein, je nachdem. Ach komm, einmal noch. Ein letztes Mal noch, dann sind wir bei 500. Und dann ist das okay. Oh, der Empress wäre auch lecker. Schade, schade, schade. Na gut. Wie gesagt, auszahlen darf ich nicht vergessen. Damit wir... Oh, wir haben halt auch keine superschönen Skins. Ne? Die AK Vulcan Wellborn, ja. Aber ich weiß auch noch nicht, wie ich das nachher aufsplitten will. Deswegen so 50 Dollar Skins wären schon echt immer ganz lecker. So um den Dreh rum, ne? Ja, AK Abisimov wäre auf jeden Fall auch ein geiler Skin. Lecker haben wir. Können wir auszahlen. Ja, so um die 50 Tacken wäre geil. Und es soll natürlich auch immer noch ein einigermaßen leckerer Playskin sein. Ja, Orion ist... Boah, die Players 2 ist lecker. Die ist auch geil. Die ist wirklich, wirklich auch geil. Schade. Ach egal, kommen wir nehmen mal die AK und die M4. Die nehmen wir jetzt mal raus, dann haben wir auf jeden Fall 2. Ich will jetzt auch kein Minus machen bei Upgrader. Dann haben wir auf jeden Fall mal ein bisschen was. Dann nehmen wir noch die AK hier raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Den Rest verkaufen wir nachher natürlich. Kann ich jetzt alles verkaufen oder wird das dann auch mitverkauft? Komm, wir probieren es mal. Ah, sehr geil. Wird nicht mitverkauft. Cool. Wir haben eigentlich quasi einen Fufi Plus gemacht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein und bis bald. Ciao.